Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video vom SWN-Blog. Ich habe mir gedacht, da in letzter Zeit die Wolken nicht beiseite wollen, machen wir ein Video und zwar das weiterführende Video zum ersten. Im ersten Video ging es nämlich darum, wie die Motive zum Fotografieren ausgewählt werden, wie die ganzen Einstellungen gemacht werden, um einfach mal so einen Eindruck zu bekommen, wie ich an die Sache rangehe, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir doch ein Video mit der Frage, was passiert eigentlich mit den Bildern, nachdem man sie fotografiert hat? Und ich kürze das Ganze so ein bisschen ab, also ich lasse ein paar Schritte aus. Ich zeige nur einmal im Groben, wie dann so eine Bildbearbeitung in der Astronomie ablaufen kann. Das sage ich bewusst, denn viele Wege führen nach Rom, heißt es so schön. Und auch in der Bildbearbeitung gibt es viele, viele verschiedene Techniken, Algorithmen, Herangehensweisen. Und jeder macht das ein kleines bisschen anders. Und es soll einfach nur einen groben Eindruck vermitteln, wie das Ganze abläuft. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir hier für ein Bild ausgesucht, das ich schon mal bearbeitet habe. Und das wollen wir jetzt noch mal zusammen bearbeiten. Und zunächst einmal, das Bild ist bereits gesteckt. Das sind insgesamt 50 Einzelbilder. Und das Stacking hat in etwa bei dem Motiv 45 Minuten mit PixInsight gebraucht. Das ist übrigens auch das Programm, was ich hier verwende. Das ist speziell für die Astrofotografie entwickelt worden. Und die ganzen Tools, die hier drin sind, sind eben speziell für diese Bearbeitung von Astrofotos ausgelegt. Genau. Ja, dann würde ich mal das Ganze öffnen. Das war jetzt falsch. So. So sieht ein fertiges Astrobild aus, nachdem es gesteckt worden ist. Toll. In diesem Bild sollte eigentlich ein Nebel versteckt sein, den man jetzt aber nicht sieht. Woran liegt das? Nun, dieses Bild befindet sich im linearen Zustand. Was heißt das? Mal ganz grob erklärt. Jeder, der schon mal mit Bildbearbeitung gearbeitet hat oder eine Spiegelreflexkamera oder auch auf dem Handy, wer sich mit seiner Fotosoftware mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, hat mit Sicherheit schon mal ein Histogramm gesehen. Und ein Histogramm, ich vergrößere das mal, weil sonst würde man das hier nicht sehen, sieht so aus wie hier unten. Das ist diese bergige Kurve, die sich normalerweise von links nach rechts erstreckt. Und die gibt eben an, welche Farbkanäle in welchem Bereich welche Helligkeit, welche Stärke haben. Und bei einem linearen Bild ist es so, dass dieses Histogramm ganz am linken äußeren Rand zusammengestaucht ist. Und während der Bildbearbeitung ist das Ziel, eben dieses Histogramm auseinanderzuziehen, um eben einen höheren Dynamikumfang zu bekommen. Und zuvor aber gibt es noch ein paar Sachen, die ja gemacht werden müssen in der Bildbearbeitung. Stellen wir das Ganze mal wieder zurück. Histogramm brauchen wir jetzt nicht. Und damit man überhaupt sieht, was man hier arbeitet, gibt es in den Astroprogrammen die Möglichkeit von dem Auto-Stretching. Und das werde ich jetzt mal anwenden. Und dann sieht das erstmal so aus. Jetzt sieht man was. Und das Erste, was auffällt, ist hier oben diese unschönen Ränder und auch hier unten und hier links ist so ein schwarzer Streifen. Ich zoome mal eine Stufe raus, dann sieht man das besser. Und das sind die sogenannten Stacking-Artefakte, die eben dadurch entstehen, dass manche Bilder nicht hundertprozentig deckungsgleich gewesen sind. Und die Stacking-Algorithmen sorgen eben dafür, dass das Bild so deckungsgleich wie möglich ist. Und dann können eben, wenn sich die Kamera verschoben hat oder wenn das Teleskop nicht genau ausgerichtet war, dass eben solche Artefakte hier entstehen und dann es zu solchen Verschiebungen kommt. Die sind natürlich hässlich im Bild, die möchte man weghaben. Und aus diesem Grund schneiden wir das ganze Bild erst einmal zusammen. Mache das jetzt einmal nur grob hier für das Video. So, jetzt sollten wir eigentlich alle unschönen Kanten raus haben. Dauert einen Augenblick. So, fertig. Dann möchte ich dieses Bild drehen. Das machen wir über
Bar Fast Rotation. Das ist nur persönlicher Geschmack. Ich habe den Nebel gerne, dass er so augenscheinlich von unten, also dass unten quasi die Basis ist und dann wie so eine Art Feuer dann nach oben weggeht. Aber das ist Geschmackssache. Gibt auch welche, die stellen den hochkant. Aber damit soll das jetzt erstmal gut sein. So, jetzt machen wir ein bisschen größer. So, was man jetzt vielleicht noch in dem Bild sehen kann, ich hoffe, dass man das im Video sieht, ist, dass das ganze Bild noch ein bisschen matschig wirkt. Ja, also die Kontraste sind nicht allzu hoch. Und wir haben hier auf der rechten Seite ist es sehr hell im Bild im Vergleich zur linken Seite. Hier unten ist es auch relativ dunkel. Und das wollen wir jetzt entfernen. Hierfür benutze ich normalerweise das manuelle Tool für die Hintergrundextraktion, aber für das Video nehme ich die Automatik. Die reicht hierfür vollkommen aus. Und das ist jetzt normalerweise ein Schritt, der dauert etwas länger. Weil eine Normalisierung brauchen wir nicht und wir setzen das sofort. Damit kann man wirklich gezielt diese störenden Hintergrundelemente herausfiltern, um eben den Kontrast zu erhöhen, beziehungsweise um das Objekt hervorzuheben, um das es eigentlich geht. So, jetzt haben wir das Ganze einmal bereinigt. Jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt sieht man auch schon, warum ich das gerne manuell mache. Weil jetzt haben wir hier immer noch einen hellen Bereich. Hier unten ist es jetzt dunkler geworden. Sieht fast aus wie so ein dunkles, geschwungenes Band. Hier oben ist es noch sehr dunkel und teilweise helle Flecken. Wir können noch mal probieren, ob wir den noch mal drüber laufen lassen. Mal gucken, ob das was bringt. Müsste eigentlich noch ein kleines bisschen besser werden dadurch. Ich hatte das mal ausprobiert. So, und dann lassen wir einmal kurz stretchen. Ja, bleibt so. Okay, gut. Also für das Video reicht das auf jeden Fall aus. Geht ja nur um den Ablauf zu zeigen. So, wie man jetzt immer noch sehen kann, ich mache das Ganze mal weg. Das Bild ist immer noch linear. Also das Histogramm befindet sich immer noch am ganz äußersten linken Rand. Und da werden wir jetzt noch weiterarbeiten. Es gibt nämlich noch einen Punkt, die Farbkalibrierung. Die werden wir jetzt als nächstes vornehmen. Dazu machen. Nee, dafür müssen wir erst vorher noch was anderes machen. Für diese Farbkalibrierung müssen wir die Koordinaten des Bildobjektes eingeben. Jetzt muss ich kurz überlegen, wann war das gewesen? Das war im Februar gewesen. Ich glaube, der dritte gegen 18:30 Uhr. So, was hier jetzt gemacht wird, jetzt wird eine Astrometrie durchgeführt. Das heißt, es wird mit echten Sternendaten abgeglichen, was hier auf diesem Bild zu sehen ist. Und dann werden die Sternenfarben und Hintergrundfarben entsprechend diesem originalen Bildausschnitt angepasst. Ansonsten wird dieses Bild nicht weiterhin verändert. Also es werden keine Details hinzugefügt oder weggenommen. Hier geht es nur rein um die Farbkalibrierung. So, dann wollen wir mal die Photometric Color Calibration ausführen. Standardeinstellung reicht. Und jetzt wird die eigentliche Farbkalibrierung vorgenommen. Das dauert auch wieder einen kleinen Augenblick. Jetzt hat er die Sterne gefunden, analysiert. Und hier sieht man auch schön, die tummeln sich alle um diese Gerade herum. Wie genau diese Grafik funktioniert im Hintergrund, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müsste ich mich mal näher mit auseinandersetzen. Aber Hauptsache, es funktioniert. So. Und jetzt sieht das Ganze schon ein klein wenig anders aus. Und ich finde, von den Farben her können wir das so lassen. So, jetzt können wir mal reinzoomen in das Bild. Und jetzt sieht man hier, ich hoffe, dass man das auch im Video sieht, es ist ziemlich viel Grünanteil im Bild drin. Und das stört mich so ein kleines bisschen. Also ich mag das nicht in den Bildern. Und deswegen entfernen wir den Grünstich. Das kommt auch durch den
Kamerasensor selber, weil der doppelt so viele Grünsensoren hat wie Blau oder Rot. Deswegen ist das Ganze immer so leicht grünstichig. So, das haben wir jetzt auch entfernt. Und jetzt könnten wir schon hergehen und das Bild stretchen. Genau, denn wir wissen oder wir erinnern uns, das Bild ist immer noch im linearen Zustand, also dunkel. Und jetzt gehen wir her und ziehen dieses Histogramm auseinander. Und dafür benutze ich den Hyperbolic Stretch. Mal kurz schauen, was wir hier nehmen an Punkten. Wir können den hier nehmen, als Schwarzpunkt setzen. Mal gucken, ob das ausreicht. 10. Und dann ziehen wir den Kollegen mal hier hoch. So. Das sieht schon gut aus. Speichern. Ja, das war der Vorführeffekt. Jetzt habe ich es resettet. Guten Morgen. Soll vorkommen. Also nochmal. Aus. 10. Wieder ungefähr bis hierhin. So. Und jetzt nicht nochmal da drauf drücken. Gut. Jetzt können wir das Stretching ausschalten und jetzt ist es bereits schon im nichtlinearen Zustand. Das sieht man jetzt auch daran, dass eben diese feinen Kurven hier, so sieht jetzt das aktuelle Histogramm des Bildes aus. Das Ganze müssen wir jetzt aber nochmal machen, denn wir wollen ja noch das Bild ein bisschen mehr mit Kontrast füttern. Halt erst einmal resetten. Nehmen wir die Stelle. Oder machen wir mehrfach Stretch? Mal gucken. Mal probieren wir es mal hier. Da muss man manchmal so ein kleines bisschen auch mit rumspielen. Halt Vorschau. Und das sieht doch schon gut aus. Ja. Zum Zeigen hier im Video reicht das. Und jetzt noch einmal resetten. Jetzt heben wir die Linear noch ein bisschen an. Den Schwarzpunkt ein bisschen verschieben. Nicht zu viel abschneiden. Und hier vielleicht noch ein bisschen heller machen. Obwohl, na, so lassen wir das. Gut. So, jetzt hätten wir ein nichtlineares Bild. So wie man es quasi kennt, wenn man jetzt ein Foto mit seinem Handy macht oder mit einer Spiegelreflexkamera oder mit einer anderen Digitalkamera macht und das dann abspeichert. So, jetzt gibt es natürlich noch ein paar Sachen zu tun. Ich möchte zum Beispiel die Farben noch ein klein wenig anpassen. Aber vorher möchte ich das Ganze einmal entrauschen. Und zack. Das dauert jetzt auch einen kurzen Augenblick. Ich hoffe, man sieht das in dem Video so ein bisschen. So vorher, nachher. Ja, also meistens wartet man auf die Prozesse oder die, ja, auf die laufenden Prozesse wartet man häufig. Das ist so die längste Zeit, die man verbringt. Beziehungsweise am Anfang, die Hintergrundextraktion ist eigentlich auch ein Step, der recht lange dauert, wenn man ihn präzise machen möchte. Aber hierfür reicht das jetzt erstmal. So, und wenn wir uns das jetzt einmal kurz vorher, nachher anschauen, die Entrauschung hat wunderbar geklappt. Ja. Perfekt. So, dann würde ich die Sterne extrahieren von dem Bild. Das mache ich auch jetzt, weil ich nämlich nur den Nebel bearbeiten möchte.
Und da gibt es das schöne Tool, diesen Star X Terminator. Das Ganze ist KI-basiert. Und der filtert mir jetzt quasi alle Sterne im Bild heraus, speichert die in einer separaten Datei und übrig bleibt nur der Nebel. Und das sieht man dann gleich schön. Das ist, kann auch faszinierend sein, mal so ein Bild abzuspeichern. So, da machen wir jetzt Stars draus. So, jetzt haben wir hier ein Bild, wo nur die Sterne drin sind. Das packen wir uns jetzt beiseite, das brauchen wir nicht. Und hier ist die entsternte Variante. Und jetzt seid mal ehrlich, das ist doch mega, was man damit machen kann. Richtig krass. Also ich finde es toll. Und ja, jetzt können wir hier ein bisschen die Farben noch anpassen und die Helligkeit noch anpassen. Die Sättigung vielleicht ein bisschen höher setzen. So. Dann würde ich die Luminanz, mal schauen, ob ich den dunklen Hintergrund ein bisschen herausfiltern kann. Dann geht mir Information im Nebel verloren. Und das ist jetzt ja, ein bisschen Geschmackssache von jedem selbst. Also wie die Farben hinterher aussehen, ob man jetzt richtig knallige Farben haben möchte, ob man versucht, so realistische Farben wie möglich zu machen. Das bleibt dann jedem selber überlassen letztendlich. Und für dieses Video würde ich sagen, lassen wir das jetzt mal so in dieser Form. Obwohl, noch einmal drüber laufen lassen. Na komm, einmal noch. Dann ist aber Schluss. Gut, das reicht. Das wär jetzt zu viel. Das wäre jetzt zu viel. So, jetzt haben wir die Farben angepasst. Und dann schicken wir die Sterne wieder zurück in ihr Bild. Wo habe ich das Tool? Rescreen Stars. Schwupp, da sind sie wieder drin. Der Vorteil ist, wenn ich die Sterne vorher extrahiere und die Farben verändere, behalten die Sterne ihre Farbe bei. Das ist der eigentliche Hintergrund, warum man das macht. Und jetzt wollen wir noch ein anderes Tool drüber laufen lassen. 40% ist okay. Dieses Tool schärft jetzt quasi die Nebelpartien nochmal nach und verkleinert die Sterne. Und da machen wir dann gleich mal einen Vorher-Nachher-Vergleich, damit man das besser sieht. Dauert auch einen kleinen Augenblick. Das Ganze ist auch KI-basierend. Da geht's auch schon los. Und fertig. So, wer jetzt gerade genau hingeguckt hat, hat es vielleicht schon gesehen. Die Sterne sind um einiges kleiner geworden. Ich mache mal vorher und nachher. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und der Vorteil bei dieser Methode ist, dass eben das, was im Hintergrund liegt, wie dieser Nebel hier, dass der eben hervorgehoben wird, dadurch, dass die Sterne um einiges kleiner werden. Die Sterne werden dadurch auch schärfer abgebildet und ich finde, das ist genial von der Optik her. Und wenn man jetzt auch hier im Nebel mal reinschaut, hier sieht man, es ist ziemlich, ja, noch ein bisschen verwaschen und mit dem Tool. Ja, sind diese ganzen Partien, die kontrastreichen Partien, besser, schärfer hervorgehoben. Und so finde ich das gut. Perfekt. Jetzt können wir noch eine Sache machen. Zum Beispiel Utilities, Dark Structure Enhance. Einfach die Standardeinstellung drüber laufen lassen. Dieses Tool hebt jetzt die besonders dunklen Bereiche im Nebel noch mal ein bisschen stärker hervor. Dadurch kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Tiefe rein. Und dann würde ich sagen, war es das dann auch schon mit der Bildbearbeitung. So, jetzt hier noch einmal vorher und nachher. Na, man sieht einen Unterschied gerade hier in dieser in diesem dunklen Band. So. Auch hier in dem Bereich ist es dunkler geworden. Hier unten, auch hier um den Nebel selber herum
wurden Partien nochmal abgedunkelt. Und so sieht das doch schon ganz schick aus. Ja, und das wäre dann letztendlich das fertige Bild, was dabei herauskommt. Dieser Prozess, wenn man ihn nicht im Schnelldurchgang macht, so wie jetzt, dauert in etwa, na, je nach Bild, 45 Minuten, Stunde. Man kann sich aber auch 1,5 Stunden an so einem Bild aufhalten, je nachdem, wie komplex dieses Bild ist und je nachdem, was man eben aus diesem Bild noch herausholen will und wie fein man das Ganze herausholen will. Ja, ich hoffe, das gab ein bisschen Eindruck davon, wie so eine Bildbearbeitung in der Astronomie abläuft, nachdem die Bilder gestackt worden sind. Das Stacking möchte ich eigentlich nicht zeigen, weil das ist ein sehr langweiliger Prozess. Die meiste Zeit arbeitet der Computer und die Endergebnisse, die dabei herauskommen, sind sowieso viel faszinierender als so ein Einzelbild oder dem Computer dabei zuzusehen, wie er die Bilder stackt. Gut, wie gesagt, ich hoffe, das gab einen kleinen und informativen Einblick, wie so etwas abläuft. Viele Wege führen nach Rom. Ach ja, jetzt kann ich auch noch einmal ganz kurz zeigen, wie das Histogramm jetzt, das war das falsche Tool, wie das Histogramm jetzt aussieht. Wen es interessiert, so sieht es jetzt aus. Ja, wir haben es also ein bisschen nach rechts gezogen und dadurch eben diesen Dynamikumfang erreicht. Ja, da hat die Aufnahmesoftware versagt und den Schlusssatz einfach abgeschnitten. Deswegen hier nochmal nachholen. Ich hoffe, dass der Himmel bald wieder frei wird, um neue Fotos zu machen. Dann gibt es da auch wieder Updates. Aber bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Freien Himmel. Ciao, ciao.